Töten wir Krauser! Ja! Woo! Yay! Ich habe mir im letzten Part die Armbrust gekauft. Und ein bisschen Heilkrams und hoffe... Ich weiß, die Armbrust ist scheiße langsam, aber macht super viel Schaden. Und ich hoffe... Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, die explodieren ja! Hey, cool! Aber bedeutet das, ich kann auch irgendwie auf dem Boden hinter ihm zielen? Oder explodiert das Ding hinter ihm? Ja! Kann ich! Hey! Nice! Haha! Du Nutte! Entschuldigung, das musste mal kurz raus. Ach guck mal, da unten hören wir ja Leon. Der da rum am Dingsen am Sein am Tun ist. Egal, ich. Oh. Ja, es war so klar, dass ich getroffen werde. Was das jetzt mit dir? Habe ich dich jetzt endlich besiegt? Bist du jetzt endlich tot? Und alles, was ich brauchte, war die blöde Armbrust. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Ada. Ich finde die Besetzung ein bisschen seltsam. Aber hey, ne? Who am I to judge? Das ist ein bisschen blöd, ne? Dass da jetzt so fünf sind. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt nicht mehr. So. Das hat System, Leute. Das hat System. Das hat alles System. Also die Armbrust, ne? Also die ist schon... Ja. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal machen. So. Nein, 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 nein! Ich wollte das aufheben, was da liegt, und ich wollte noch zum Händler, und außerdem habe ich noch so viel vorgehabt. Und ich kann bestimmt nicht mehr zurück. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of youth. Scheiße. Ja, Leon. Leon, now. Let's go.
Tja, und jetzt ratet mal, wer gefickt ist. Ah, ich bin gefickt! Ich bin so gefickt! Ich bin gefickt! Wieder ist schon hier. Hä? Da ist er ja! Huh, hi, na, lass mal bitte dein, was auch immer das für ein schleimiges Ding ist, da, wo es vorher gewesen ist. Dankeschön. Ich sammle erstmal Munition auf. Huhuhuhu. Oh, hi. Whoopsie Daisies. Was zur Hölle? Okay. So, erstmal sammeln. Erstmal sammeln. Weg. Okay. Ich schätze, alles, was ich machen muss, ist ihm geben. Ihm richtig hart. Ah, aber er gibt mir zurück. Das ist nicht so gut. Blub, blub. Aua! Alter! Bist du deppert? Okay. 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 Oh nein, ich bin zu spät. Nein! Jetzt aber schneiden! Gut. Wir haben nur noch einen Pfeil und den würde ich gerne mal halten. Digga. Geh weg! Alter! Dass sie nicht jetzt schon die Probe von ihm nimmt und einfach abhaut, weil es dann sich so denkt so, bye bitch! Aber... Ah, da ist die Probe. Ach, guck mal. This is going to be hard to explain at customs. Nein, Ada, Vorsicht! Hinter dir, pass auf! Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. Yay! You okay? I've been better. Oh. What's so funny? Oh, I think you know.
The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ja, ja. Ne? Ashley hat mein Höschen gesehen. Ah. Deswegen sagt sie, who was that woman anyway? Ching, ching! Wer hat das denn jetzt schon wieder? Oh, meine Güte. Keine Zeit für euch, Jungs. Muss die Welt retten. Sorry. Runter. Dankeschön. Oh, nicht so einer. Ah. Scheiß auf Schätze und Zeugs. Einzige, was ich brauche, ist Heilungskram und Munition oder so. Aber nicht mal die brauche ich, davon haben wir oft gemacht. Boah, das Piepen, ne? Das ist ja überhaupt nicht nervig. Hör auf zu piepen. Fuck! Wo muss ich hin? Bin ich richtig hier? Ja, bin ich. Oh mein Gott. Use this. Meine Fresse. Oh mein Gott. Leute, wir sind durch. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Dabei hätte er eigentlich ganz genau wissen müssen, dass sie ihn niemals erschossen hätte. Aber... Here, catch. Better get a move on. See you around. Ja, ja. Doof, doof. Und damit fliegen wir in den Sonnenaufgang. Warum fliegen die nach Osten? Da ist nicht Amerika. Ja, wir sind durch. Hurra! Yay! Endlich! Finally! Der Abspann! Oh Mann. Das war
Resident Evil 4 Separate Ways. Natürlich ist es viel, viel kürzer als das Hauptspiel, weil es einfach nur ein sozusagen ein Nebenkapitel ist. Aber nichtsdestotrotz trotzdem genauso spaßig und ja. Erzählt halt nochmal ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte und ist halt auch genauso interessant, wenn man ein paar Dinge mehr erfährt. Ja. Gott, ist das nur bei mir so? Oder dieser Abspann ist so übelst pixelig. Also, den haben sie wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie nochmal überarbeitet. Also die ganzen Zwischensequenzen, hatte ich das Gefühl, bei Separate Ways sind qualitativ schlechter als im Hauptspiel von der Portierung. Ja. So, jetzt können wir uns den letzten Bericht angucken. Oder auch nicht. Oder auch doch. Na, kriegen wir überhaupt noch einen letzten Bericht? Irgendwie? Ich drücke die ganze Zeit. Ah ja. Möchten Sie die Daten mit den besten Listen abgleichen? Nö, das ist mir egal. Du kannst jetzt beim Händler einen Chicago Typewriter kaufen. Ja. Und wir speichern das direkt hier ab. Jetzt können wir auch bei Separate Ways eine neue Runde spielen. Cool, oder? Ne? Ja. So. Das war Separate Ways. Danke für euch fürs Video anklicken und gucken. Achso, ich habe übrigens die ganzen Resident Evil 4 Parts jetzt alle in Reihenfolge gebracht und in eine Playlist gesteckt. Und richtig nummeriert. Ein Part zwischendurch hat nämlich noch gefehlt. Der ist jetzt hochgeladen. Also hat jetzt alles seine Richtigkeit. Zum einfacheren gucken und mit Separate Ways werde ich das dann genauso machen. Also, na, dann sehen wir uns eventuell wieder, wenn ich Assignment Ada spiele. Das wird dann blind, das habe ich noch nie gespielt, weil es das in Deutschland einfach nicht gab. Und ja, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, den Mercenary-Modus zu spielen. Ich mochte Mercenary eigentlich nie so wirklich bis zum sechsten Teil und dann hatte ich plötzlich voll Bock drauf. Was aber auch am Kampfsystem von Resident Evil 6 lag. Das war einfach, was Mercenary angeht, viel besser als bei 5 und bei 4. Ja. Ansonsten hauen sie rein und man sieht sich eventuell dann entweder bei einem anderen Projekt von mir oder dann, wenn es heißt, Chino spielt Resident Evil 4 Assignment Ada. Tschüss!